Der Bericht fest, formal der Abschluss des Rohbaus in der Beginn der Ausbauarbeiten. Dass wir bauen können, ist nicht nur eine Frage des Standorts, des Grundstücks und des Bedarfs. Dass wir uns das Bauen leisten können, ist den Mitgliedern des Deutschen Bundestages und des Sächsischen Landtages zu verdanken, die in Ausübung ihres Budgetrechts die Finanzierung des Vorhabens sichern. Der Neubau ist für uns alle eine riesige Chance, uns noch mehr zu verbessern, uns noch weiter zu entwickeln, als wir es in den letzten Jahren ohnehin schon getan haben. Das betrifft die Forschung und auch die Lehre. Und bei der Forschung ist das ja bei uns vor allen Dingen auch immer die Forschung mit den Sammlungen, die wir jetzt neu unterbringen, die in der Nähe von Laboren sind, an denen wir arbeiten können. Wir haben unsere Büros in der Nähe der Sammlung, können also wirklich täglich da rein. Und es ist auch so, dass verschiedene Leute an verschiedenen Sammlungen dicht dran sind, denn wir leben jetzt ja alle in einem Gebäude in Zukunft. Ja, wir sind bei dieser doch für den Freistaat Sachsen und auch für Senckenberg bedeutenden Baumaßnahme sehr gut vorangeschritten und haben die Rohbauarbeiten hier auf dem Campus beendet. Die Fassaden sind im weitesten Sinn fertig und aktuell befinden wir uns in der Ausbauphase, das heißt die technischen Gewerke installieren in den Häusern A, B, C. Wir haben hier in dem einzig sanierten Gebäude, dem Haus D, die Arbeiten auch schon zu einem guten Stand vorangeführt. Und als nächstes steht dann der weitere Ausbau. Ja, wir befinden uns hier im zukünftigen Vortragssaal von dem Senckenberg Campus. Dieser Saal wird 200 Plätze haben in der Vollauslastung und er dient uns später für Vorträge, für die Vorlesungen, für unsere Studiengänge und letzten Endes auch für internationale Tagungen. Wir befinden uns hier im Erdgeschoss des Hauses C. Im Haus C werden zukünftig die Sammlungen von Senckenberg und viele der Mitarbeiterräume untergebracht sein. Die Sammlungen mit ungefähr 6,5 Millionen Objekten werden dann hier in allen Etagen deponiert sein. Also der Bauablauf ist im Moment planmäßig und ich hoffe und gehe davon aus, dass das auch so bleibt, sodass Senckenberg dann den Gebäudekomplex im Herbst 2025 übergeben bekommen kann. Für den Einzug hat Senckenberg ungefähr ein Jahr vorgesehen. Sie müssen dabei bedenken, dass wir ungefähr 6,5 Millionen Sammlungsobjekte umziehen müssen und sämtliche Labore. Der Umzug in dieses neue Gebäude wird Anfang 2026 beginnen und sich dann Stück für Stück fortsetzen.